Die hat nur Scheiße im Kopf und die wird doch immer Scheiße nur im Kopf haben. Die ist 19 Jahre alt, die hat gar keinen Plan vom Leben, die Frau. Du laberst und laberst und laberst, tust nichts, gar nichts tust du. Du bist niemand. Thema jetzt, Verlierer. Alles an dir ist eine Lüge. Ich habe Scheiße gebaut, ich habe eine geklatscht. Und zwar habe ich mit beiden Männern in ziemlich kurzen Abständen Geschlechtsverkehr gehabt. Die lügt nur, wenn sie das Maul aufmacht. Die ist 19 Jahre so dumm wie Stulle. Tintchen, mir tut das wirklich alles sehr, sehr leid. Er soll erst was ändern, bevor ich ihm die Chance gebe. Du weißt ganz genau, wir waren noch zusammen. Waren wir? Das ja, denkst du. Würde dich das denn stören, wenn er sich richtige Pornoseiten angucken würde? Wenn er sie mit mir zusammen guckt, denke ich nicht. Das ist sehr gut. Ja, eine wunderbare Antwort. Sven und Sascha und Justin. Zwei Männer, ein Baby. Aber wer ist der Vater? Mama Eve weiß es nämlich auch nicht. Davon allerdings später mehr. Jetzt begrüße ich meinen ersten Gast. Hier ist Heiko. Also, Heiko. Es heißt heute bei mir Verlierer, alles an dir ist eine Lüge. Warum bist du heute hier? Was möchtest du? Ich möchte eigentlich meine Freundin Tina wieder zurückhaben. Hm? Ihr wart wie lange zusammen? Mal knapp ein bisschen über ein Jahr. Okay, und warum seid ihr auseinander? Ich habe Scheiße gebaut, ich habe ihr eine geklatscht und das ist noch gar nicht so lange her, sag ich mal. Oh! Ich bereue das auch. Bitte? Ich bereue das auch und dann auch dadurch, dass ich immer getrunken habe und alles. Alkohol. Hm. Und damit meinst du sicher nicht einmal, sondern also öfter? Öfters. Wie schlimm war das denn mit dem Alkohol? Ich sag mal 2-3 Tage so mal durch. Also richtig Koma-Saufen ja. Dann, ja? Also okay, und dann hast du halt diese Grenze auch noch überschritten, hast sie geschlagen und sie hat irgendwann Konsequenzen gezogen und dich verlassen. Ja. Wie geht's denn dir seit der Trennung? Scheiße. Okay. Also war diese Sache der Schwerpunkt eurer Konflikte oder würdest du sagen, auch du hast gelegentlich gerne mal ein bisschen gelogen und sie an der Nase rumgeführt? Ich hab was verheimlicht. Was? Als ich bei meinen Kindern war, also bei meiner Ex-Frau, ja? War ich mit meiner Mutter zusammen gewesen, immer, damit ich meine Kinder besuchen kann. Aber das hast du ihr verheimlicht? Das habe ich ihr verheimlicht, weil sie nämlich in diesem Punkt war sie immer richtig aufbrausend. Warum? Das hat sie irgendeine Sorge gehabt, du könntest deine Ex wieder haben wollen, oder? Ja, und die Kinder sind für sie der Weg zur Ex. Ja. Ja, das macht's schwierig. Ja. Wie ist denn jetzt gerade euer Verhältnis zueinander? Ich sag mal, nicht gut. Also, wann habt ihr das letzte Mal gesprochen? Heute Morgen. Heute Morgen noch? Und war's eher, habt ihr euch gestritten, oder? Beim ersten Telefonat nicht, aber beim zweiten habe ich einfach bloß aufgelegt. Ach, doof. Also das heißt, gerade ist es gar nicht schön zwischen euch, aber wie lange seid ihr denn jetzt auseinander? Knapp 3 Wochen. Mhm. Und wie ging es dir in der Zeit? Nur scheiße. Nur schlecht, ja? Seitdem habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, 2 Tage was gegessen und nur gesoffen. Echt so schlimm? Ja. Das mit dem Alkohol scheint mir aber ein großes Problem bei dir zu sein. Ich bin ja auch psychologisch Behandlung und alles. Ja. Bist du Alkoholiker? Eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich den Scheiß ja nicht. Aber eigentlich bist du auch gar nicht ganz sicher offensichtlich. Nee. Das ist auch das Thema. Ich fresse auch alles in mich hinein. Ich habe auch keinen weiter zum Reden und alles. Und ein Stück weit drückst du dich aber auch sozusagen auf der Haut aus. Denn ich darf mal dir an den Hals fassen. Ich habe mir nämlich sagen lassen. Ja. Da ist es hier? Ja. Du hast dir, was heißt das? Warte mal. Tina. Achso, schwer zu erkennen. Du hast dir tatsächlich ihren Namen auf den Hals tätowieren lassen. Ja. Oh, ist immer eine heikle Geschichte, ne? Solange die Frau noch da ist, ist gut, aber wenn die da weg ist, ist schlecht. Aha. Also du willst sie zurück. Ja. Und du willst dich verbessern und verändern. Ja. Das habe ich ihr jetzt auch die letzten 1,5 Wochen schon geschrieben und alles. Ob sie das nochmal glaubt oder ob sie sagt, es ist wieder eine leere Versprechung, das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, den ersten Schritt sollten wir probieren. Sie ist heute bei meinem Gast, sie sitzt bei mir in der Lounge. Und du solltest jetzt genau mal formulieren, was dir wichtig ist. Herzlich willkommen, liebe Tina. Tina, wie hast du die Beziehung denn empfunden? Nicht so toll, ne? Was war für dich das größte Problem? Seine ganzen Lügen und zum Schluss dann das Trinken. Ja, er deutete es so an, ne? Auch, dass er handgreiflich wurde und total Grenzen überschritten hat, ne?
Ja, aha. Das war ja der ausschlaggebende Punkt, da, dass ich dann gesagt habe, Schluss, jetzt nicht mehr. Ist auch richtig so. Also ist auch, hast du auch in meinen Augen komplett richtig gemacht. Nun ist er aber heute hier, weil er dir was sagen möchte. Also bitte. Tintchen, mir tut das wirklich alles sehr, sehr leid. Und ich möchte euch beide wirklich zurückhaben. Und ich ändere mich auch. Tja, das weiß man eben nicht, ne? Ob er sich wirklich ändern wird. Lass es mal einfach sacken. Und ob sie das wirklich glaubt, dass du dich änderst oder nicht, das werden wir sehen. Denn entweder kommt sie zu uns ins Studio und gibt dir eine zweite Chance, oder sie wird eben hinten bleiben in der Lounge. Und das ist das klare Zeichen dafür, dass sie momentan zumindest keinen Neuanfang will. Ja? Bist bereit? Nervös? Dann komm mit mir mit. Da ist deine Position. Stell dich bitte dahin, Heiko. Ich drücke dir die Daumen. Ich weiß nicht, ob sie da sein wird und ob sie dir diese zweite Chance gibt. Ich wünsche es mir für dich. Wir werden es sehen. Wird sie da stehen oder nicht? Dass ich hier stehe, das heißt jetzt absolut nicht, dass ich dir jetzt noch eine Chance gebe, denn ich möchte erst sehen, dass du dich änderst. Ich tue es. Okay. Ich tue es wirklich. Kommt rüber, wir reden nochmal darüber. Heiko, entschuldige, mach mal was, was ein bisschen unhöflich ist, ja? Ja. Du hast Alkohol getrunken, oder? Ja. Kann das sein? Hm. Ich hab's gesehen, wie ich da gesessen habe, habe ich schon gesehen. Ich habe dir seit 3 Tagen erzähle ich dir, dass ich beim Abbauen bin. Aber jemand, der jetzt noch ein bisschen nach Sprit riecht, der baut doch nicht komplett ab. Nach 3 Tagen doch. Ist doch eigentlich. Ich bin da nicht so erfahren drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man 3 Tage braucht, bis der Alkohol raus ist. Doch, wenn man 14 Tage durchläuft, auf alle Fälle schon. Okay. Ich will dich auch überhaupt nicht bloßstellen. Bitte, versteh das nicht falsch. Ich mache das nicht, um dich in irgendeiner Art und Weise in die Enge zu treiben. Aber ich glaube, dass das ein ganz großes Kernproblem ist zwischen euch beiden, oder? Warum bist du rausgekommen? Also ich würde ihm noch eine allerletzte Chance geben, aber das heißt nicht, dass wir jetzt sofort zusammen wieder nach Hause gehen, sondern ich möchte erst sehen, dass du was machst und dich änderst. Und was soll und nicht ändern? Wieder nur sagst und sagst und sagst. Nein, und dann Dina, kommst du wieder bei mir an. Was genau willst du, dass er ändert? Formulier es bitte ganz doll, ganz genau. Dass er sich Hilfe sucht wegen dem Trinken und dass er von nun an ehrlich zu mir ist. Die 2 Punkte. Und wäre schön, wenn du dir eine ordentliche Wohnung suchst. Nicht mehr im Preichen. Ja. Also das heißt, du gibst ihm eine Chance, aber er muss sich erst Ja, also ich sage jetzt nicht, gut, wir sind zusammen und dann änderst du was, sondern er soll erst was ändern, bevor ich ihm die Chance gebe. Das ist so schlau. Ich finde, das ist genau richtig so, wie du es machst. Du hast also auf Deutsch gesagt, Heiko, alle Chancen liegen bei dir. Alle Fäden sind in deiner Hand, aber ziehen musst du sie ganz alleine, okay? Und ich sag dir eins, wir alle drücken dir ganz, ganz doll die Daumen. Wenn ich dir irgendwie helfen kann und dich unterstützen kann, wenn es um Adressen geht, den Weg musst du ja alleine gehen. Mhm. Aber ich sag mal, Kontaktvermittlung zu suchen. Habe ich mir ja schon alles rausgesucht. Okay, nur ich biete es dir nur an, wir würden dir da gerne auch sonst unter die Arme greifen. Ja, aber den Weg musst du schon auch alleine gehen. Mhm. Von Herzen drücke ich dir die Daumen, dass du es schaffst. Und ich würde mich freuen für euch, wenn es einen guten Ausgang finden würde oder Ausgang kriegen würde, okay? Ja. Alles Gute euch beiden. Ja. Oh, ach, wie schön. Das trifft mich gut, dass ich hier schon sitze. Brauche ich nur noch von der Lena runter zu rutschen. Denn bevor ich jetzt zu meinem nächsten Gast komme, spreche ich mit Yvonne, meiner Redakteurin für alle Fälle. Jacqueline hat sich bei dir gemeldet und die ist super unzufrieden in ihrer Beziehung. Ja. Was hat sie dir erzählt? Also die hat Thomas schon als Teenie kennengelernt. Ja. Die sind 8 Jahre zusammen, haben mittlerweile auch geheiratet und 2 Kinder. Und muss man sagen, Jacqueline ist gerade mal 22, ja. Also echt früh. Ne? Ja, richtig früh. Okay. Mhm.
Und der Knackpunkt liegt eigentlich bei den beiden Kindern, weil nach 2 Geburten fühlt sie sich nicht mehr so sexy wie vorher. Also die ist zwar gärtenschlank wieder, aber der Bauch ist nicht mehr so, wie sie ihn vorher hatte und fühlt sich jetzt so unsicher und so hässlich, dass sie ihre Zweifel so auf ihn auch projiziert. Okay. Und denkt, der könnte mich jetzt sexuell auch unattraktiv finden. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil er immer wieder beteuert, wie schön er sie nach wie vor findet, aber sie das einfach nicht glauben kann. Also das heißt, ihr Selbstwertgefühl ist im Keller. Mhm. Eine blöde Situation. Also viele Frauen haben ja also echt Schwierigkeiten mit der Selbstwahrnehmung. Ne? Ja. Und natürlich eine Geburt verändert den Körper, beziehungsweise eine Schwangerschaft verändert den Körper. Hat sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was so das Intimleben der beiden angeht? Ja, ist auch eingeschlafen. Einfach dadurch, dass sie sich nicht mehr so gerne irgendwie präsentiert will, ist es so sehr eingeschlafen. Sie hat mal im Vorgespräch gesagt, sie erfüllt so ihre ehelichen Pflichten. Na super. Hört sich jetzt nicht an. Also Pflicht, ja, Kür, nein. Nee, richtig. Weißt du, ob er irgendwie schon mal geäußert hat, dass ihn das stört? Weißt du, ob er irgendwie schon mal geäußert hat, dass ihn das stört? Ja, er ist natürlich auch ein junger Typ, hätte gerne mehr. Er geht sehr auf sie ein. Also er ist sehr verständnisvoll, aber ist natürlich ein junges Pärchen. Die hatten mal vorher ein gutes Liebesleben, der hätte es natürlich auch gerne anders. Und er kriegt natürlich auch viel zu hören, weil sie ihm auch misstraut. Warum denn? Also während der ersten Schwangerschaft wollte sie gar keinen Sex mehr mit ihm. Das war irgendwie Risikoschwangerschaft. Ich habe mich ganz unwohl gefühlt mit dickem Bauch. Und er hat das hingenommen. Aber Risikoschwangerschaft, muss man natürlich auch sagen, vielleicht gab es ja auch von den Ärzten Einwände. Weiß man ja nicht, oder? Ja, also sie hat mir erzählt, sie wollte das nicht. Ah, okay. So mit der Kugel. Ich habe jetzt noch nie ein Kind geboren, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen vielleicht als Frau. Also sich ich ja schon mal, aber eins weiß ich auch nicht nur von meiner eigenen Person, sondern auch von den ganzen Freundinnen und Mädels, mit denen ich rede. Es gibt Frauen, bei denen die Libido nach oben geht, ganz doll, wenn die schwanger werden und die fühlen sich besonders gut und haben besonders Lust. Und andere Frauen, bei denen gibt es einfach Bumm. Also wirklich Reißleine, Schicht im Schacht, die wollen gar nicht mehr. So war es bei Jacqueline. Sie hat dann ja ein bisschen spioniert und hat dann aber herausgefunden, dass er sich im Internet Pornos angeguckt hat. Was er zu Hause nicht bekommen hat, wollte er sich wenigstens mal angucken. Der Schlimme. Ja, ich weiß nicht, was sagst du? Findest du, das habe ich ja oft hier, ne, dass die Mädels sich darüber irre aufregen. Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Haben die Grund oder findest du, das ist eigentlich also egal? So ein bisschen, wenn es nur gucken ist, also wenn es wirklich nur Appetit anregen ist, also ein bisschen Spaß würde ich ihm jetzt auch mal gönnen, Jungs, oder? Ich finde auch, ein nicht zu engstirnig werden Mädels. Reicht denn, dass sie nur an die eine Braut ran dürfen? Richtig. Ne? Also mal ehrlich, ich finde das auch tatsächlich, also ich weiß, es ist immer ein Riesenthema für viele Frauen. Also ich plädiere da echt für mehr Toleranz. Ja. Aber trotzdem, ich nehme das sehr ernst, dass Jacqueline sich schlecht fühlt in ihrer Haut, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das kann belastend sein für eine Beziehung. Und deswegen bin ich froh, dass sie hier ist. Und ich hoffe, dass wir das Ganze ein bisschen auflösen können, oder? Mhm. Vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Freue mich schon drauf. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Hier ist Jacqueline. Herzlich willkommen. Da denkt man doch, jetzt kommt irgendjemand rein, irgendwie so, ja, und dann kommt da so eine Granate rein. Also, das ist so. Also, das, was ich sehen kann, du hast eine begnadet gute Figur. Die meisten Frauen wären neidisch und glücklich, wenn sie es hätten. Trotzdem, du fühlst dich schlecht? Ja, seit der Geburt meiner ersten fühle ich mich sehr unwohl. Also es fällt schwer, das nachzuvollziehen, aber ich weiß, wir Frauen sind sehr speziell. Was stört dich? Es ist allgemein, also ich sah vorher anders aus und es ist nicht die Figur an sich, es sind... Ne. Es ist ein bisschen weicher alles? Nö, das auch nicht, es sind ein paar Narben da und das reicht mir schon. Also Geweberisse? Ganz bisschen, aber es reicht mir. Es kommt, in der Tat, das kann ich nur mal sagen, es ist eigentlich gemein, wenn die jungen Frauen früh Kinder kriegen und noch so strammes Gewebe haben, reißt es schneller, ja, ne? Ja, das stimmt. Da kann man was machen, weißt du, ne? Also ich weiß nur, ich wurde während der Schwangerschaft regelmäßig eingecremt. Ja, das hat nichts gebracht. Du, das ist einfach, wenn ihr so jung noch seid, also dann ist es alles voller Kollagene und hält die alles doch schön fest. Das große Privileg der jungen Frauen, das wendet sich dann im Rahmen einer Schwangerschaft gelegentlich gegen diese jungen Frauen. Mhm. Ja, ich sag's dir nur mal so, wir Mädels untereinander, man kann was machen. Ja. Kostet ein bisschen Geld, muss man wissen, ja. Aber nur mal so für den Hinterkopf, weil die Figur, ich meine, hallo, die ist ja nun wirklich tadellos. Also mehr geht nicht. Wenn ich sage, soll nicht unser Thema sein, stimmt es nicht. Es ist ein Thema, denn euer Sexualleben kommt irgendwie zum Erliegen, ne? Ja, also
sagen wir mal so, es ist weniger geworden. Liegt es an deinen Zweifeln? Auch. Oder liegt es einfach an der Belastung mit zwei kleinen Kindern? Auch. Also es ist beides. Es ist, erstens fühle ich mich selber nicht wohl, zeigt mich nicht mehr. Ne? Es ist, und ja, klar, der Alltag. Ne? Man hat zwei Kinder zu bewältigen. Das killt die Erotik ein Stück weit. Ja, also ich bin froh, wenn die schlafen. Ne? Ja. Und dann bin ich selber so, okay. Kaputt. Ne? Dann sage ich auch, gut, ich gehe duschen und bin ich auch froh, wenn ich schlafe, weil die werden auch morgens wieder sehr früh wach. Du, wie alt sind die? Und mein Großes ist 3 und der Kleine ist 1. Das ist auch, ich meine, ich habe nur 1 und das ist 3,5. Und also du sprichst mir in vielen Punkten sicherlich aus der Seele. Ja. Und ich glaube, fast allen Müttern, so süß wie sie sind, so sehr wie man sie liebt, aber sie sind auch anstrengend. Ja, das, ne? Stimmt, das stimmt. Du hast Angst, dass er dich jetzt betrügt. Ja, oder sexuell woanders stimuliert, sagen wir es mal so. Ja, also es kam schon vor, da war ich mit meiner Großen hochschwanger. Ja. Da hatten wir auch Monate nichts gehabt. Woran lag denn das genau? Dass wir nichts hatten? Ja. Ich habe mich unwohl gefühlt. Also ich hatte Kind im Bauch und ich musste das nicht haben. Du wolltest das nicht? Nee, also er hat mir auch nicht das Gefühl gegeben, du bist schwanger, du bist unattraktiv oder so, absolut nicht. Also das nicht, aber es lag an mir. Also ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt und dann habe ich es auch Monate bleiben lassen. Und dann hat man schon ein bisschen die Angst gehabt, dass ich das woanders oder... Hast du denn mal irgendwann irgendwas gefunden? Also ein Indiz, was dir Aufschluss gegeben hat, er betrügt mich vielleicht? Betrügen nicht, nein. Aber er hat, da kam ich nach Hause, da war ich alleine unterwegs, da habe ich Internet angemacht. Und wenn man irgendeinen Anfangsbuchstaben angibt, dann kommt ja schon immer die Seiten, was man genau... Und dann habe ich halt gefunden, dass er, so nackte Frauen oder so, die haben da rumgetanzt, sagen wir mal so. Ja. Genau. Findest du das jetzt schlimm? Nein, nicht schlimm, nicht schlimm. Aber ich war halt, ne, und... War da Pornoseiten? Nee, also es, wie gesagt, es war kein Sex an sich. Es waren nur Frauen, die sich ausgezogen haben. Und das war das, was mich gestört hat. Also wenn es nur Sex gewesen wäre, weil er das nicht bekommt, hätte ich es verstanden. Aber so dieses nur nackte Frauen sich an, das hat mich so gestört. Ne? Und das war würde dich das denn stören, wenn er sich richtige Pornoseiten angucken würde? Wenn er sie mit mir zusammenguckt, denke ich nicht. Also sehr gut. Ja, eine wunderbare Antwort. Deshalb, weil es ist, glaube ich, ein sehr tabuisiertes Thema zwischen den Männern und den Frauen. Weil ich glaube, irre viele Männer gucken, ja, und das sind ja nicht alles perverse Verrückte, sondern das sind irgendwie alle. Ja, und irre viele Frauen machen dann einen Aufstand. Und ich finde eigentlich ganz toll, was du gerade gesagt hast. Wieso, wenn er mit mir gucken würde, ich wäre durchaus offen und finde das gar nicht schlimm. Kann man mal ausprobieren. Ja? Ich glaube, da sollten Paare tatsächlich viel offener auch drüber sprechen. Ja? Die Männer würden sich vielleicht wundern, dass da, wie viel Toleranz da möglicherweise doch drin steckt. Okay, du hast mal eine Nummer bei ihm gefunden. Ja, gut, das war, wo wir waren 2 Monate, das müsste ich jetzt lügen, waren wir auseinander. Und dann sind wir wieder zusammengekommen und in der Zeit, wir sind wieder zusammengekommen und dann habe ich bei ihm im Schrank meine Nummer gefunden. Und er meint, die war noch von der Zeit, wo wir auseinander waren, die hätte er völlig vergessen gehabt. Also die lag auch da. Von einem Mädel auf jeden Fall auch, ne? Genau, ja. Genau. Und er meint, die war halt von der Zeit, wo wir auseinander waren. Ich habe es auch gemacht, ich hatte auch ein bisschen Kontakt mit Jungs. Er meint nur, er hat sie vergessen gehabt. Mir war halt nur... Was sagt er denn? War mit dem Mädchen was oder war das nein, nur... nein. Er sagt, er hat sich nur mit Mädchen getroffen und... Nichts gemacht. Glaubst du ihm das? Glaubst du ihm das? Ja. Also ich denke schon. Also ich meine ihn zu kennen, aber... Also in der Zeit, wenn er sagt, da war nichts, ich hoffe es mal, sagen wir mal so. So cool, ne? Oder? Wenn wir jetzt, ja, ich glaube ihm. Naja, fast. Ja. Also möglicherweise, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verstehe das schon so ein bisschen. Ne? Ich finde, ich hole mal Thomas dazu. Ja? Und mir tut das so leid, weil also ich als junge Familie und junges Paar wünschte ich euch, dass ihr einfach friedlich miteinander wärt. Aber ich glaube, die Probleme, die du hast mit ihm oder ihr miteinander, sind so typisch für viele andere Paare auch. Ja? Also insofern seid ihr auch ein Vorbild, wenn ihr hier steht und wir das hoffentlich lösen können. Also herzlich willkommen, Thomas. Ich weiß gar nicht, womit fange ich denn jetzt mal an? Mit ihrem Selbstwertgefühl. Das ist im Keller, seit das zweite Kind gekommen ist. Es belastet eure Partnerschaft und auch euer Sexualleben. Ja, stimmt. Stört dich das? Ja. Aha. Wie war es früher? Wie würdest du es heute beschreiben? Ihr gegenüber jetzt, oder? Ja, euer Sexualleben war früher gut, nehme ich an. Ja. Wie würdest du es heute? Heute ist auch noch gut, aber es ist eben halt, ist ein bisschen zurückhaltender und
wie gesagt, sie zeigt sich nicht so mehr und alles. Und das stört mich schon ein bisschen. Ja, dann gab es ja auch diese Sache, dass du irgendwelche Erotikseiten da aufgemacht hast im Netz. Ja. Stört sie? Ja. Was sagst du dazu? Das war ein dummer Fehler. Ich habe es eingesehen und würde ich auch nie wieder tun, auf jeden Fall. Was würdest du dir für deine Partnerschaft wünschen? Ja, mehr Liebe in der Ehe, sag ich mal. Wie man es nimmt. So, also mehr Liebe oder Sex so, oder mehr Liebe? Alles. Also auch, ich bin auch oft, möchte sie gerne umarmen und so. Und sie ist mehr so zurückhaltend und möchte nicht. Und ja, sie meint immer, das ist der Stress, der Alltagsstress. Also viel, das heißt, deswegen. Du blockst ihn ein bisschen ab? Ja, das ist schon oft. Also ich würde jetzt nicht sagen, es kommt mal vor, aber das ist dann wirklich, es ist nicht an ihn gerichtet. Ne? Also so, dass ich ihn jetzt nicht mehr attraktiv oder so finde. Es ist einfach wirklich nur da schrei und dieser Alltagsstress und auch noch andere private so. Und dann kommt er mit, nimmt mich in den Arm und dann denke ich immer, oh, lass mich kurz. Wirklich, also das ist ein bisschen in meinem Kopf. Ganz im Gegenteil, das ist für mich so eine Entspannung, mal sie zum Arm oder mal ein Küsschen geben. Und weißt du was, ich habe das schon gesagt, ich glaube, das, was bei euch passiert, das passiert bei sehr vielen Paaren mit Kindern. Ja? Und eine Freundin von mir, die inzwischen dreifache Mutter ist, die hat mal schon nach dem zweiten Kind zu mir gesagt, also es ist einfach so, wenn ich den ganzen Tag so viel Körperlichkeit durch die Kinder auch habe, weil so kleine Kinder, die klammern an einem, die wollen auf dem Arm sein, man kuschelt viel mit denen, dann ist bei einer Frau unter Umständen dieses Kontingent an möglicher körperlicher Zuneigung und auch einfach an diesen Signalen, die man dann senden muss, ist einfach erschöpft. Ich verstehe es auch, so, natürlich. Man ist im Regelrecht erschöpft dann abends. So. Und das tut mir nur total leid, weil du als Partner natürlich auch Bedürfnisse hast. Und das verstehe ich auch. Und die Kunst ist wirklich, genau den Weg dazwischen zu finden. Ihm zu geben, was er braucht und dich nicht zu überlasten damit. Ich versuch's schon. Ja? Ihr habt einen Lügendetektor-Test machen wollen. Und beziehungsweise Thomas, du hast ihn gemacht. Und ich glaube, dir war das sehr wichtig, dass er so ein paar Sachen klärt. Ja? Genau. Wir gucken rein. Geht auf eure Positionen, bitte. Denn hier, Thomas, kommt dein Ergebnis. Komm gleich. Also, Thomas. Hast du Telefonnummern von Mädchen in deinem Handy heimlich unter Jungsnamen abgespeichert? Na, das ist ja mal eine schlaue Überlegung. Ja, ist gut, ne? Sehr schlau. Ich kenne jemanden, der hat das unter seiner Bank abgespeichert. Das fand ich noch viel schlauer. Also, sind da Mädchennamen unter Jungsnamen abgespeichert, um sie zu vertuschen? Du hast mit Nein geantwortet. Und das ist dein Ergebnis. Hast du den Zettel mit der Telefonnummer des Mädchens im Kleiderschrank mit Absicht behalten? War versehentlich, lag einfach drin, hast nicht gemerkt. Sagst du selber nicht mal, dass sie da ist. Schauen wir mal. Findest du Jacqueline immer noch sexuell attraktiv? Ja. Ich glaube ihm. Wie sieht's bei euch aus? Bitte. Hattest du während der Beziehung mit Jacqueline jemals sexuellen Kontakt zu einer anderen Frau? Nie im Leben. Nie im Leben? In 8 Jahren nicht? Nee. Guck mal. Liebst du Jacqueline von ganzem Herzen? Sogar noch mehr. Ach, süß. Ich möchte euch eine Sache mit auf den Weg geben. Die, bitte, Jacqueline, die musst du mal wieder für dich beherzigen. Den Mann, den wünschten viele Frauen an ihrer Seite. Ja. Die Frau und deine Figur und alles das, wo du mit dir so haderst, wünschten sich auch ganz viele. Ihr seid reich beschenkt in der Sache. Ja, ihr seid auch miteinander echt mehr als reich beschenkt.
Es normalisiert sich bestimmt irgendwann wieder. Es ist eine anstrengende Zeit mit kleinen Kindern. Aber irgendwann kommt die Normalität zurück. Hab Geduld. Ich hoffe es und ich glaube es. Alles gut. Danke.